Darf ich vorstellen, so beginnen moderne Beziehungen. Ich wusste, dass du diese Nichtsnutze an die Wand tanzen würdest, aber... Oha! Das Mario-Fieber hat mich erwischt und du bist das einzige Heilmittel. Hilfe! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario, The Origami King, hier auf Katze. Es geht weiter mit unserem Abenteuer und heute sind wir in einem Theater. Wir dürfen uns also ein Theaterstück ansehen. Das wird toll, sage ich euch. Was denn? Alle Toads warten hier gespannt auf die Show? Na sowas, du hast recht. Und sie haben sogar eine Klimaanlage. Das ist ja mal klasse. Jetzt können wir uns zurücklehnen und die Premiere genießen. Sehen wir mal, wo noch Plätze frei sind. Letzter Aufruf. Für diese super spannungsgeladene Show gibt es noch 3 Sitze in der ersten Reihe. Oh, echt? Okay, genau für uns also. Hey, was ist denn mit dir passiert? Wir wissen, dass der Platz begrenzt ist. Hey, was ist denn mit euch? Warum seid ihr so mit einem Gummiband festgehalten? Hä? Ich verstehe das nicht. Ist hier irgendetwas faul? Hey, bei euch auch alles in Ordnung? Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Paper Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Denn so verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. So, tja, ich glaube, die Show kann gleich starten und die ganzen Toads sind bereit dafür. Die sind alle mucksmäuschenstill. Ich frage mich nur, warum? Na gut, bevor wir jetzt lange rätseln, würde ich sagen, wir setzen uns hin und schauen mal, was die Show zu bieten hat. Hui, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für eine Show das ist. Da geht es bestimmt die ganze Zeit um Samurai und so. Shogun, Ninja, Samurai, hi! Diese Show wird einwandfrei. Sch, Tantchen, die Vorführung beginnt doch gleich. Oh, tut mir leid. Es ist so still hier. Moment mal, warum ist es so still hier? Sind Toads nicht normalerweise lauter? Was? Da sind ja alle gefangen. Es sind ja alle an ihren Sitzen festgebunden. Das sieht sehr unbequem aus. Das Publikum ist wortwörtlich gefesselt. Aber womit? Für Seile sieht mir das zu elastisch aus. Sehr verehrtes Publikum, liebe Geiseln, hier noch ein letzter Hinweis für unsere Spezialgäste. Folgende Dinge sind während der Aufführung strengstens untersagt. Essen, Trinken, Fotos mit Blitzlicht und Öffnen des Menübildschirms. Und nun lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diese ganz besondere Show. Oh nein, die armen Toads. Und wir sitzen jetzt in einem Theater? Ein trockener Wind weht durch eine verschlafene Präriestadt. Die Menschen hier leben einfach. Doch sie leben auch in Angst. Boah, der wilde Westen. Ob sich dieser garstige Bandit heute etwa wieder zeigt? Hoffentlich bleibt uns das erspart. Er ist ja so ein Unruhestifter. Keine Ninjas? Rennt! Rettet euch in die Berge! Der Bandit wurde gesichtet! Oh, wer ist das denn? Gebt mir euer Gold, oder es wird bös für euch enden. Dieser Bandit meint es ernst. Ach, wir sind gewiss verloren. Ist denn kein Gesetzeshüter unter uns, der es mit ihm aufnimmt? Was, ich? Hä? Was soll das denn jetzt heißen? Muss ich denn jetzt etwa in diesem Theaterstück mitspielen? Na gut, dann, hallo. Bist du der Sheriff dieser Stadt und stellst dich mir entgegen?
Oh, du hältst dich für einen harten Kerl, hä? Huh? Wir werden ja sehen. Wir beide werden uns duellieren. Siehst du Feuer? Drücke A. Zu früh oder zu spät? Du verlierst. Drücke A nur bei Feuer. Okay, Konzentration. Fertig. Wenn wir irgendwo Feuer sehen, müssen wir schnell A drücken. Und ihr müsst in die Hände klatschen. Jo! Okay. Unser Held zog schneller und machte Konfetti aus dem Banditen. Und so kehrte dank des geheimnisvollen Fremden wieder Frieden ein. Okay, haben wir es jetzt geschafft? Darf ich mich wieder auf meinen Platz setzen und geht die Geschichte dann weiter? Haha, ha, ha. Du hast dich zu früh gefreut. Schnell, wieder ins Rampenlicht, Mario. Okay, 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 ich komme ja schon. Oh, wer bist du denn? Oh, oh. Denn jetzt bekommst du es mit mir zu tun, Gesetzeshüter. Okay. Nochmal das Gleiche. Ihr klatscht in die Hände, wenn Feuer steht. Wenn ihr irgendwo Feuer seht. Nicht abschrecken lassen. Oh, da oben, Feuer. Puh. In Windeseile besiegte unser Held auch diesen Banditen. Diese zwei Banditen werden den Frieden nicht mehr stören. Okay, super. Wir haben wieder einen Banditen besiegt. Darf ich jetzt runter von der Bühne? Du bist also dieser mächtige Gesetzeshüter. Oh oh, ein Sniffet. Ein Cowboy-Sniffet. Meine Bande hast du besiegt. Doch kannst du es mit mir aufnehmen? Okay, Achtung. Konzentration. Ein Ablenkungsmanöver. Das ist auch nur Ablenkung, alles Ablenkung. Oh, oh nein! Hey, Cowboy, du hast zu schnell gezogen. Das ist gegen die Regeln. Nein! Oh nein, zu schnell. Ein weiterer Bewohner kann abgeheftet werden. Was ist los, Gesetzeshüter? Willst du nicht die Stadt retten? Und uns? Doch, doch, ich konzentriere mich jetzt. Keine Sorge, Mario kann das schaffen. Also, volle Konzentration. Nichts passiert. Zeva. Die Windmühle. Feuer, jetzt! Ha! Erwischt! Schnell wie der Blitz besiegte unser braver Held auch den Anführer. Und so ließ unser Held für immer den Frieden in der Präriestadt einkehren. Danke, braver Gesetzeshüter. Danke, Mario. Yeah, wir haben es geschafft. Super. Dankeschön, vielen Dank. Tut mir leid, Mario. Wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf deinen Platz. Okay. Anscheinend geht die Theatershow hier noch weiter. Das war wirklich toll, Onkel M. Können wir uns auch mal duellieren? Bitte, bitte. Warum hast du nie gesagt, dass du so ein großartiger Schauspieler bist, Mario? Ah, so stand diese Szene doch gar nicht im Skript. Die sollten Konfetti aus dir machen. Pah, für Improv-Theater hatte ich noch nie viel übrig. Zeit für die nächste Bühne. Vorsicht, dass deine heldenhafte Fassade dieses Mal keinen Riss bekommt. Okay, was bedeutet das? Wir fahren nun zur nächsten Bühne. Bitte achten Sie auf Ihre Arme und Beine, um Knicke zu vermeiden. Okay. Wow, 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 die ganze Bühne bewegt sich. Von der ersten Etage, dann wahrscheinlich in die zweite Etage. Ja, tatsächlich. Und was ist das nächste Theaterstück? Das ist ein Aufzug? Perfekt! Dann sind wir im 0, nichts bei der Luftschlange. Achtung! Oh, ist es Birdo? Tatsächlich! Wow, wer ist das denn? Was passiert denn jetzt hier? Schaut euch mal die Koopas an.
Yeah! Hey, Schönheit! Bereit, die Stadt unsicher zu machen? Oh, schaut mal! Da kommen ja noch mehr! Ah, das ist die grüne Cooper-Bande und die rote Cooper-Bande! Ha! Verzieht euch! Ich hab die Lady zuerst gesehen! Hey, jetzt macht mal langsam, Jungs! Euer Enthusiasmus ist ja absolut süß, aber keiner von euch hat das gewisse Etwas, das mein Herz zum Klopfen bringt. Ich brauche einen starken Erfolgstypen, einen erfahrenen Abenteurer, der sich von nichts in Verlegenheit bringen lässt. Ha, und wie es der Zufall will, höre ich, dass wir ein Promi-Publikum haben, auf den diese Beschreibung zutrifft. Er hat einfühlsame Augen, einen buschigen Schnurrbart, definierte Beinmuskeln für weite Sprünge. Komm rauf auf die Bühne, Mario, und dann sehen wir mal, wie du mit diesen Tu-nicht-Guten umspringst. Okay, ich sehe schon, mein nächster Auftritt hier auf der großen Theaterbühne. Mario, mach dich bereit, es wird lustig. Hallöchen, mein großer, starker Latzhosenträger. Wir entzücken, dass du heute dabei bist. Du bist also der Verlierer, auf den dieses Vögelchen steht? Nicht cool. Ja, sehen wir mal, wie viel der wirklich drauf hat. Tanzen wir! Ach, wie wundervoll! Dabei habe ich heute nicht einmal Geburtstag. Ich möchte euch nur um einen fairen Kampf bitten. Seid nicht allzu gemein zueinander. In Ordnung? Okay. Dann mal los. Auf in den Kampf. Und Birte schaut von da oben zu. Wow, wow, wow. Achtung. So. Nimm das. Ah ja. Kleine Origami-Gegner. Verstehe. Oder besser gesagt, keine Origami-Gegner, sondern Papp-Macho-Gegner. So, Team Rot nehme ich hier schön mal auseinander. Aber Achtung, ich muss im richtigen Moment springen und ihn dann mit meinem Hammer eins überwischen. Genau, so wird ein Schuh draus. Du hast also tatsächlich was drauf, aber bis jetzt war es auch nur Spaß. Yeah, jetzt kommt nämlich die Choreografie für Fortgeschrittene. Los geht's! Wow, 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 okay, okay, ich sehe schon. Ihr seid da etwas rasanter unterwegs. So, wir müssen aufpassen. Moment, kann ich den gleich erwischen? Oh, der ist noch schneller unterwegs. Na gut, den Grün dafür. Oh nein! Der Rote hat den Grün gerettet. Achtung! Jetzt ist es meine Chance. Oh nein! Die machen auch sehr, sehr viel Schaden, muss ich sagen. So, und jetzt da vorne den Grünen noch und dann müsste ich es haben. Oh, der ist mir doch glatt entwischt. Oh, danke, Birdo. Das ist aber sehr, sehr freundlich von dir. Und jetzt nochmal. Und tap und zack, geschafft. Ausgezeichnet. Aua. Okay. Ich wusste, dass du diese Nichtsnutzer an die Wand tanzen würdest, aber... Oha! Das Mario-Fieber hat mich erwischt und du bist das einzige Heilmittel. Komm schon, Mario. Jetzt reiß dich mal zusammen. Das ist doch nur ein Bühnenkuss. Oh, jetzt verstehe ich. Du Schauspielerst von deinem Gefühl überwältigt zu sein. Ich liebe Improv. Was für ein Pech. Mein latzhosiger Held. Trotz all meiner Warnungen hast du Ei im Gesicht. Was? Und nun muss ich die Bühne verlassen. Ciao, Mario. Ich werde vor unserer nächsten gemeinsamen Vorstellung träumen. Tschüss. Und laut Skript hatte sie eigentlich nur zwei Zeilen. Geht's dir gut, Mario? Ja, ich denke schon. Ich wurde nur abgeknutscht. Aber ansonsten ist alles gut. Tut mir leid, Mario. Wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf deinen Platz. Okay, in Ordnung. Dann würde ich sagen, auf geht's zum nächsten Theaterstück.
Mario, diese Show war so gewagt. So viel Romantik. Ich bin ganz überwältigt. Ach was, vergesst die Romanze. Die Kampfszene war so heftig. Ich wünschte, ich hätte Hände, um sie dann zu Fäusten zu ballen. So hätte dieser Akt nicht enden sollen. Jetzt mal ehrlich, mit Marios fehlendem Schauspieltalent hat sich das gezogen wie Gummi. Im nächsten Akt haltet ihr Pappmachos euch besser ran, sonst reißt mir der Geduldsfaden. Okay, da ist wohl jemand richtig sauer. Wer auch immer da gesprochen hat. Etage 3, mal sehen, was das nächste Theaterstück sein wird. Und? Öffnet die Bühne? Nun erleben wir eine beeindruckende Vorstellung des Bolschi-Balletts. Oh, Bolschi-Ballett. Oh, Balletttänzerinnen, Shy Guys. Oh, wie schön. Oh. Schaut euch mal diese Shy Guys an. Tanzen sie nicht wunderschön? Oh. Soll Mario jetzt mit dem Shy Guy tanzen? Okay, probieren wir es mal aus. Das sieht super aus. Oh, hui. Zwei Tänzer. Wunderschön. Yay. Und hey. Oh, du bist aber ein bisschen schwer. Autsch. Oh. Entschuldigung. War keine Absicht. Okay, ich sehe schon. Ihr findet das nicht so lustig. Na gut. Dann hau ich jetzt besser mal schön mit meinem Hammer rein. Bevor es hier zu wild wird. Autsch. Jetzt macht mal halblang, ihr komischen Shy Guys. Hey. So. 20 Herzen extra. Oh, Achtung. Oh, ey. So. Und noch mehr von dieser Sorte. Hey. Jetzt macht mal langsam. Was soll das denn? So. Oh, ich glaube, diese Shy Guys, die tanzen einfach weiter und ignorieren mich. Doch dadurch, dass sie mich ignorieren, erwischen sie mich immer wieder. Und das macht immer einen Schaden von 8 Kraftpunkten. Ich habe jetzt schon fast schon die Hälfte verloren. So, 20 wieder zurück. Und jetzt. Oh, da kommt noch ein Nachzügler. Haben wir es geschafft? Scheint so. Dankeschön, vielen lieben Dank. Dankeschön, 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 meine Freunde. Tut mir leid, Mario. Wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf deinen Platz. Okay, es geht wohl nochmal nach oben. Dann speichere ich mal kurz. Und dann kann unser Theaterstück weitergehen. Mario, du kannst kämpfen, schauspielern und tanzen? Gibt es überhaupt etwas, das du nicht kannst? Die erste Hälfte war langweilig, aber dafür war die zweite Hälfte toll. Hämmer bringen Schwung in jeder Ballettveranstaltung. Ah, mir reicht's jetzt aber, wie du allen die Show stiehlst und dich selbst ins Rampenlicht drängst. Du willst also der Star sein? Na gut, komm her und finde heraus, wie hart das Promi-Leben wirklich ist. Oh oh, ich glaube, in Etage 4 erwarten wir denjenigen, der uns die ganze Zeit so frech anmault. Okay, ich bin gespannt. Öffnen wir das Tor. Es ist soweit. Wir haben das Ende unserer heutigen Premiere erreicht. Ach ja? Wow! Kommt da jetzt der Star runter? Ah, seht mal! Die Spule für die blaue Luftschlange. Da ist sie. Endlich haben wir sie erreicht. Okay. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um den Darstellern zu applaudieren. Yay! Hallo, ihr drei. Ihr wart extrem lustig. Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Und die Shy Guys.
So, dann hatten wir die Koopas und Birdo. Hey Birdo. Tschüssi. Und als drittes hatten wir gerade eben die Balletttänzer. Wunderschöne Kür. Applaus, Applaus, ihr wart toll. Klasse. Oh, geht's dir gut? Und hier kommt er, der Held der Show. Verbeug dich mal, Mario. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, in die Nähe der Spule zu kommen, Mario. Wahrscheinlich schon. Moment, ich speichere noch schnell das Spiel ab. Und dann... Oh, wer bist du eigentlich? Sch, sieh jetzt nicht hin, Mario, aber... Ich habe hier Pilze, die dir sicher helfen können. Eigentlich habe ich keine Lizenz für den Verkauf hier. Also nicht rumerzählen, ja? Okay, brauchst du Pilze? Ja, ich nehme gleich mal einen Dreierpack. Dankeschön, die heilen mich. Danke. Na gut, dann auf geht's auf die Bühne. Dankeschön, meine Fans, danke. Ihr Kretins, kulturelle Krumenpicker, Mario im Rampenlicht, es ist obszön. Los, geknebelte Ovationen für den wahren Star, nämlich mich. Hä? Der wahre Star? Aber wer? Wer bist du denn? Der elastische Entertainer, Gummiband. Okay. Okay. Er scheint ein Opernsänger zu sein. Oder eine Opernsängerin. Ich weiß es nicht. Hallo, bist du der Bösewicht? Oh, ich glaube schon. Oh weia. Kein Wunder, haben alle Toads Gummibänder. Wer bist du denn? Hältst du dich etwa für den Chef hier? Wobei dein Auftritt gerade ja schon schön schick war. Das stimmt. Jedenfalls, mein Freund Mario hat dir auf dem Weg hierher schon 100 Mal die Show gestohlen. Frag nur die Leute. Hey! Stopp mal! Dann steckst du hinter der ganzen Theatergeschichte. Warum ist denn jede Vorstellung voller Fallen und fieser Tricks? Hals- und Beinbruch, das sagt man doch nur so. Stell dir mal vor, wenn Mario wirklich etwas passiert wäre. Stimmt's nicht, Mario? Schließlich bist du ja nicht aus Gumm... Moment! Aber du! Du bist aus Gummi! 1000 kleine Gummibänder. Dann bist du also der Fiesling, der die ganzen Toads gefesselt hat. Gib's zu, Bänderberg! Welch Monolog? War das Impro? Ich bin entzückt. Kleines, hast du nicht mal selbst an eine Karriere auf der Bühne gedacht? Hä? Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend proben. Jetzt ist erstmal Zeit für eines. Eure Derniere. Macht euch bereit, Banausen. Nun küsst ihr die Bretter, die die Welt bedeuten. Okay, das schreit nach einem Bosskampf. Oh oh, schaut ihn euch mal an. Der Schnipsfallen-Gummiband-Mensch. So ein Pech. Normale Angriffe prallen an ihm ja ab, als wäre er aus, Gummi. Aber andere Angriffe... Tja, die Frage ist nur, welche Angriffe meinst du? Leg dir die Pfeile zurecht. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, ob ich hier direkt mal etwas Sinnvolles machen kann. Wir müssen darauf achten, was diese Gummibänder hier auf dem Kampffeld zu bedeuten haben. Die könnten uns nämlich nochmal richtig stark ins Schwitzen bringen. Also wenn Olivia davon spricht, dass normale Angriffe keinen großen Effekt haben könnten, sollte ich vielleicht versuchen, stattdessen mit Faltangriffen zu arbeiten. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, okay, jetzt verstehe ich erst, was diese Gummibänder machen. Ich nehme mal meine Feuerblume. Ich probiere das jetzt mal aus. So. Okay, sehr gut. Und los. Exzellent. Wow, schaut mal, wie viel das abzieht. Der ist ja gleich besiegt. Jetzt ist der Gegner dran. Wie niedlich. War das eure Probe? Erbärmliche Vorstellung, Herzchen. Aufgepasst, jetzt zeige ich's euch.
Rückschlag! Wow! Der kann sich wieder heilen! Oh oh! Der hat wieder volle Kraftpunkte! Oh nein! Das Wabbelmonster hat sich ja die ganzen losen Bänder einfach wieder einverleibt! Nun erlebt ihr ein fesselndes Solo. Passt auf! Gleich könnt ihr euch vor Rührung nicht mehr rühren! Gummisalve! Oh oh! Achtung, Mario! Immer schön blocken! Gut gemacht! Schnipsfallen. Ah ja. Bei diesen Schnipsfallen müssen wir wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Denn die können uns noch in alle Richtungen schleudern. Also, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass uns ein Gummiband immer um eine Stufe verschieben lässt. Das heißt, wir müssen, wenn wir so laufen... Die Faltarme sind schon aktiviert. Okay, Moment, ich laufe so durch. Ihr müsst jetzt mit mir das Ganze gedanklich mal durchgehen. Wenn Mario auf den Pfeil tippt, läuft er einmal drumherum. Oben ist noch ein Pfeil. Dann wird er geschnipst. Läuft da weiter. Dann wird er wieder geschnipst, oder? Ach, kann er auch nach unten geschnipst werden? Oh, funktioniert das so? Oh, ich bin gerade verwirrt. Nochmal. Zack, 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 schnips, schnips. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Lauf nah an den Gegner, ehe du die Faltarme einsetzt. Dann kannst du mehr Gummibänder greifen. Zieh die gegriffenen Bänder dann so weit zurück, wie du kannst. Und lass sie zurückschnalzen. Okay, also ich muss so nah wie möglich an den Gegner und dann meine Faltarme einsetzen. Okay, probieren wir das mal aus. Das hat ja soweit funktioniert. Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber wir stehen zumindest relativ nah am Gegner. Okay, Achtung, packen wir ihn. Okay, da am Zopf und tschüss! Autsch, ihr wagt es, an meinem Kopfputz zu ziehen? So spring mal doch nicht mit einem Star um! Oh oh, Achtung! Der will uns jetzt Saures geben. Tempo, Rückschlag! Kommt zurück, meine Gummibänder! Ja, diesmal hat er zum Glück nicht so viele bekommen. Schau mal, er konnte sich nicht alle Gummibänder zurückholen und jetzt fehlen ihm welche. Stimmt, du hast recht, Olivia. Und das ist, glaube ich, der Trick an der Sache. Denn wenn er nicht genug Gummibänder zurückholen kann, kann er sich auch nicht heilen. Also gut, wir bleiben dran. Wir finden schon eine Lösung, um ihn zu stoppen. So, Moment, wir laufen wieder zum Einschalter. Dann kommen wir da hoch, zack, 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 okay. Wir lassen uns da schnipsen. Moment, ich muss den Einschalter irgendwie anders legen. Ach so, das geht ja, glaube ich, gar nicht. Egal wie ich laufe, ich komme auf jeden Fall leider am Einschalter vorbei und muss dann automatisch, auch da ich mich nicht nach oben schnipsen lassen kann, direkt zu dem Faltkreis. Tja, Teppichtörtchen. Das habe ich jetzt wohl nicht bedacht. Oder gibt es doch eine Möglichkeit? Nee, ich bewege ja die ganzen Gummibänder auch mit. Also in dem Fall gibt es wirklich keine Alternative für mich. Na gut, dann mal los. Schnipsen wir und holen dem Gummibandgegner seine Gummibänder weg. Vielleicht hilft jetzt der Feuerangriff, da er schon viel Schaden genommen hat. Ich muss es einfach probieren. So, nimm das, mein Freund. Oh, der letzte Angriff hat nichts abgezogen. Das heißt, ich kann ihn auf jeden Fall nicht mit Feuer besiegen. Weil irgendwann hört es dann auf und er kommt dann zu seinen normalen Angriffen. Normale Angriffe funktionieren hier nicht. Oh je, aber irgendwie muss man die Sache doch in die Hand nehmen können. Ja, Olivia, das stimmt. Und das... Autsch! Das war aber eine harte Gummipeitsche. Oh, das tut doch weh. Aber durch das Verteilen der Gummibänder verliert er auch immer ein wenig Kraftpunkte. Das ist gut zu wissen. Okay. So nah wie möglich an den Gegner heran. Wenn wir jetzt so laufen, dann schnipse ich mich hier rüber. Setz das hier drauf. Oh, das ist aber... Ja, eigentlich wäre das schon am sinnvollsten, den Einschalter da einzusetzen, oder?
So. Und das andere können wir eigentlich so stehen lassen. Weil dann haben wir ein Herz und bekommen auch einen Faltkreis. Ich überlege gerade nur, ob es noch was Sinnvolleres gibt. Sodass man den vielleicht direkt hinter ihm stehen könnte. Wie wär's, die Bänder auf seinen Kopf mal zu schnappen und schön fest sich zurückschnalzen zu lassen? Dafür brauchst du einen festen Griff. Oh, Olivia, ich weiß doch. Aber dann lassen wir das eigentlich so, oder? Weil da läuft er automatisch geradeaus. Und so würde ich das vielleicht zu sehr ändern. Ja, ja, ich habe nur noch 8 Sekunden. So, zack, zack, nach oben. Könnte ich irgendwie noch meinen Angriff verdoppeln? Nee, dann lassen wir es so. Sicher ist sicher. So, eine weitere Info. Lauf nah an den Gegner, ehe du die Faltarme einsetzt. Dann kannst du mehr... Achso, ja, das war die Info von vorhin. Das ist also gar nicht mehr so wichtig für uns. Zurückschnalzen lassen. So, das machen wir genau jetzt. Ach so, nein. Ich dachte, ich laufe dann geradeaus weiter. Mein Fehler. Ja, springen bringt wahrscheinlich gar nichts. Och, nö. Na gut, das muss ich jetzt wohl in Kauf nehmen. Okay, okay, okay. So. Ja, ich weiß, Olivia, normale Angriffe haben leider keine Wirkung. Jetzt Achtung, jetzt kommt wieder die Gummisalve. Autsch. Das ist heftig, muss ich sagen. So, die Schnipsfallen werden wieder verteilt. Das ist also meine Chance. Leg dir die Pfeile zurecht. Ja, das werde ich. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie ich das mache. Was macht da am meisten Sinn? In welcher Kombination? Okay. Einmal so rum, so rum, so rum. Oh, gar nicht mal so einfach. Okay. Wenn ich so laufe, dann komme ich zum Herz. Schnipse weiter, komme zu dem 1 plus. Faltarme sind aktiviert. Laufe weiter, schnalze wieder hoch. So müsste eigentlich ein Schuh draus werden. Hoffe ich zumindest. So, sehr gut. Okay, okay. Und jetzt wieder die Faltarme. Perfekt. Jetzt kann ich nochmal so richtig schön Gas geben. Und jetzt muss ich aber auch viel abziehen. Das ist wichtig an dieser Stelle. So. War doch ganz gut eigentlich. So, der holt wieder seine Energie zurück. Aber er sieht schon etwas anders aus als vorhin. Jetzt kommt ein Gummischnips. Und, ouch. So ein Gummischnipser tut schon sehr weh, muss ich sagen. Okay, was machen wir als nächstes? Irgendwie muss ich das doch managen, oder? Ich glaube, der nächste Angriff könnte schon der entscheidende Angriff sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber mein Gefühl sagt mir, noch ein richtiger Angriff und wir haben unseren Gummikumpel hier direkt besiegt. Ich komme sogar an der Schatztruhe vorbei. Das könnte vielleicht sogar nochmal ganz wichtig werden. Sicher bin ich mir nicht, aber ein Versuch ist es zumindest wert. Okay, Schatztruhe öffnen. Zack, zack, zack. Hauptsache, ich komme zum Einschalter. Ja, die Info haben wir schon oft bekommen. Keine neue Info für uns. Und wir laufen zurück. Was, er stolpert? Oh nein, ich wusste nicht, dass Mario da stolpert. Tut mir leid, Mario. Also, ist mal ehrlich, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, Mario kann dann einfach zurücklaufen. Und stolpert nicht einfach. Nein, Mario! Oh, oh, was passiert jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Der Gegner ist nochmal dran. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, aua, das wird wehtun. Autsch! Ah, du Fiesling, Teppichtörtchen. Oh nein, er hat dich mit seinen Gummibändern gefesselt.
Glaubst du, das kann man irgendwie vermeiden? Ja, indem man richtig blockt im richtigen Moment. Das war gerade mein Problem. Na gut. Dranbleiben heißt es hier. Wir können das schaffen. Einmal drumherum. Zack. Oh, da ist ein Pfeil, der uns wieder nach unten schickt, sehe ich. Hier ist also auch wieder Vorsicht gefragt und den richtigen Moment abpassen. Huiuiuiui. So vielleicht. So irgendwie in diese Richtung. So sollten wir es zumindest mal versuchen. Na gut. Faltarme. Jetzt hauen wir nochmal richtig auf den Putz. Und zeigen unserem Gegner, dass wir es drauf haben. Hui, was ist denn jetzt los? Jetzt ist der Gegner dran. Schau nur, wie das Band wankt und wabbelt. Irgendwie voll eklig und schwer zu greifen. Ihr Vandalen, meine Blöße und das mitten im Rampenlicht. Ihr habt mich zum Alleinunterhalter degradiert. Das sollt ihr mir büßen. Zeit für die naturalistische Methode. Ja! Solo Schnalzer. Au, wow! Das hat so viel abgezogen. Okay, wir müssen der ganzen Sache jetzt so schnell es geht ein Ende setzen. Und dieses Gummiband da aufhalten, bevor es zu spät ist, aber eindeutig zu spät. Also gut. Wir brauchen vielleicht entweder Faltarme oder normale Angriffe. Das ist jetzt die Frage. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, was effektiver ist an dieser Stelle. Denn es wurde immer gesagt, dass man das Gummiband nicht mit normalen Angriffen erledigen kann. Aber vielleicht dafür mit speziellen Angriffen. Ihr merkt schon, ich bin hier sehr, sehr stark am Überlegen. Aber wir müssen es einfach mal versuchen. Irgendeine Methode wird schon klappen. Und ich entscheide mich für den normalen Angriff. Am besten mal schön mit dem Hammer. Mal sehen. Oh, nimm das, mein Freund! Unsere normalen Angriffe können wir immer noch vergessen. Tja, aber irgendwie müssen wir doch die Oberhand gewinnen können. Ja, ich glaube, die letzte Möglichkeit ist es nochmal. Oh, Vorsicht! Uiuiuiuiui! Ich habe kaum noch Energie. Ich brauche unbedingt ein Herz. Und die einzige Chance sind unsere Faltarme. Also wir laufen einmal drumherum. Zack. Dann kommen wir darüber zum Kampffeld. Das brauchen wir nicht. Dann lieber einen Pfeil. Wir laufen weiter die Strecke durch, kommen nach oben. Dann setze ich mir hier ein Herz rein. Oben einen Faltarm und dann bin ich bereit. Los geht's. So, zack, zack. Und dann eine Münze, ein Herz. Und jetzt Faltarme. Jetzt geht's nochmal richtig los, mein Freund. Jetzt zeige ich dir mal, was eine wirkliche Kraft der Faltarme ist. Hey, stehen geblieben. Okay, okay, Achtung, Achtung. Wir kriegen ihn, wenn er nicht aufpasst. Oh, jetzt, jetzt. Achtung, Achtung. Und jetzt habe ich dich. Und nimm das, 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 das. Und tschüssi. Auf nimmer Wiedersehen, mein Freund. Einmal weggeschnalzt. Weg mit dem Gummiband. Schlachtboni. Wow. Klasse Sache. Ach, und weh, Mario, du Schurke. Wie konntest du nur? Oh, schlechte Welt. Oh, Grausamkeit. Oh, triste Ungerechtigkeit. Musen, lauschet, welche spricht. Hört ihr denn mein Klagen nicht? Ach, es dünkelt mir die Sicht. Erlischet nun mein Bühnenlicht. Bloß wegen diesem frechen Wicht, der Gummis zupfend feige Ficht. Oh, Zeiten voller Niedertracht, so war sie dies, die letzte Schlacht. Adieu, denn nun ist Schicht im Schacht. Wir haben das Gummiband besiegt und alle klatschen, yay! Und alle Toads werden befreit, klasse! Sogar der Haufen da hinten. Und wir bekommen
einen Faltkreis für unsere Faltarme. Mario, du hast diesem Theater ein Ende gemacht. Und unsere Gefangenschaft auch. Bravo, Mario. Bravo. Sehr gut. Bravo. Bravo. Yeah. Bravo, Mario. Bravo. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Aber das hätte ich ohne Olivias Hilfe niemals geschafft. Also danke auch an Olivia. Du hast es geschafft, Mario. Jetzt müssen wir es nur noch die Luftschlange lösen. Ja, und die Luftschlange, die werden wir jetzt direkt lösen. Und dazu klopfe ich wieder schön da drauf. Geschafft. Achtung, sie wird sich jetzt lösen. Das Siegel ist nämlich gebrochen. Und damit verschwindet eine weitere Luftschlange hier im Königreich. Fehlen nur noch grün, pink und gelb. Geschafft! Blaue Luftschlange gelöst. Wuhu! Oh, was passiert jetzt? Ah, mein Schnipselbeutel. Super. Schnipsellimit erhöht. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Hurra! Auf Nimmerwiedersehen, blaue Luftschlange. Gut, Mario. Jetzt geht's zurück in die erste Etage. Also nimm bitte wieder Platz. Glaub mir, ist besser so. Ich glaub dir natürlich sofort, mein lieber Toad. Aber wir werden diesen Part erstmal beenden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Mehr Abenteuer von Paper Mario gibt's im Katze Club. Völlig werbefrei. Den Link dazu gibt's in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Bleibt katztastisch!